WDR 2. Stichtag. Dali braucht einen Hofstaat um sich herum. Viele Menschen, die ihn bewunderten. Oh, du bist der Größte, du bist ein Genie und so weiter. Und in dem Moment fühlte Dali sich groß. The only difference between one crazy man and Dali is very simple. Dali is not crazy at all. Dali sagte ja auch, es kommt gar nicht drauf an, worüber die Leute reden oder was die Leute über Dali sagen. Hauptsache, die Leute sprechen über Dali. Salvador Dali, der Göttliche. Das Schicksal, so lässt er uns wissen, habe ihn zum Heilsbringer und Retter der spanischen Kunst auserkoren, Salvador. Hallo, hallo, hallo. Oui, c'est moi-même. Er ist vermutlich der einzige Maler, mit dem man sofort ein Gesicht verbindet. Weit aufgerissene Augen, ein irrer Blick, das dünne Schnurrbärtchen gezwirbelt auf 10 nach 10. Er liebt die Provokation. Verglichen mit Velázquez, Vermeer und Raphael bin ich richtig schlecht. All diese großen Maler der Renaissance. Aber, das muss ich auch sagen, ich bin der beste lebende Maler. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil die anderen so schlecht sind. Irgendwo ist er ja ein gnadenloser Nicht-Moderner im 20. Jahrhundert gewesen. Er hat ja altmeisterlich gemalt, sagt der Kunsthistoriker und Dali-Biograf Thorsten Otte. Überhaupt war Dali ein entschiedener Gegner gegen die Abstraktion. Er sagte mal, er wolle dem pseudo-intellektuellen Nachkriegs-Avantgardismus, also gemeint der abstrakten Kunst, die dann aufkam, einen Dolch ins Herz rammen. Im Alter von 6 Jahren wollte ich Koch werden. Mit 7 wollte ich Napoleon sein. Und mein Ehrgeiz ist seither ständig gewachsen. Dali macht eine steile Karriere. Der Vater fördert sein Talent von Kindesbeinen an. Anfang der 1940er Jahre ist Dali mit Ende 30 bereits weltberühmt. Vor allem in den Vereinigten Staaten lieben sie den exzentrischen Katalanen, der rätselhafte, surrealistische Bilder malt. Schmelzende Uhren, brennende Giraffen, Elefanten auf Spinnenbeinen. Inzwischen ist auch die attraktive Gala an seiner Seite. Dali hatte sie 1929 dem Dichter Paul Éluard erfolgreich ausgespannt. Gala erkannte sofort das unglaubliche Talent dieses jungen Mannes, aber auch diese Unsicherheit dieses jungen Mannes und nahm dann ihn unter ihre Fittiche und ja, in späteren Jahren als seine Managerin und Muse verhalf sie ihm dann zu Weltruhm. Ich weiß zwar nicht, wie meine Bank heißt, aber ich weiß, dass das Geld ständig kommt. Wie eine Art Durchfall, der vom Himmel fällt. Ich habe jeden Tag ein bisschen mehr Geld. Und das ist gut so. Der Meister entwirft Reklame, illustriert Bücher, designt Krawatten. Er macht einfach alles, was Geld bringt. Sein Credo. Mehr, mehr, mehr. Dali signiert von Mitte der 1960er Jahre an nicht nur Lithografien, damit sie wertvoller werden, sondern unterschreibt irgendwann einfach das Blankopapier in großen Mengen und lässt sich dafür von seinen Kunsthändlern im Voraus fürstlich bezahlen. Das deckt unsere Ausgaben für Amerika. Sein Ruf als ernsthafter Künstler ist bei den Kritikern damit ruiniert. Das Publikum aber liebt Dali, das Enfant terrible der Kunstszene. Salvador Dali stirbt mit 84 Jahren Ende Januar 1989, fast 7 Jahre nach seiner geliebten Gala. Zuletzt war er von Parkinson geplagt, weigerte sich zu essen und wurde mit einer Nasensonde künstlich ernährt. Für Dali war Dali der Wichtigste. Er war das Zentrum des Universums und alles musste sich um Dali drehen. Yeah!